Lebendig gegrillt mit Starkstrom. Das klingt jetzt ganz schrecklich nach einem schlechten Horrorfilm vielleicht. Christian Kuhn, ist das wirklich passiert, als er mit einer Freundin auf ein Zugdach geklettert ist, um dort Selfies zu schießen? Dieses Foto zeigt die letzten Sekunden vor dem Knall. Er wollte nur ein Bahnselfie machen. Doch diese dumme Idee kostet Christian Kuhn fast das Leben. Und es zerstört das seiner Freundin Katharina. Dass ich einfach nur leben kann, ist schon wirklich krass. Das wird einem richtig bewusst. Der 22-jährige Kfz-Mechaniker ist nachts mit zwei Freundinnen in der Nähe von Stuttgart unterwegs. Als sie einen Zug in einem kleinen Bahnhof stehen sehen, treffen sie eine fatale Entscheidung. Wir wollen einfach nur so ein paar Bilder und Videos drehen und dann einfach über WhatsApp mit unseren Freunden teilen. Genau, und sind dann auch in dem Zug, wo wir dann stehen geblieben sind, wo wir dann gesehen haben. Wir dachten, da können wir ja auch hochgehen und auch da Bilder machen. Also wir haben uns gar keine Gedanken darüber gemacht, dass da was passieren könnte. Christian klettert mit seiner Freundin Katharina auf einen Strommast. Von dort aus springen sie auf den abgestellten Zug. Kurz nach diesem Handyfoto gibt es einen mächtigen Stromschlag. 15.000 Volt schießen durch die Körper der jungen Leute. Das Erste, was ich danach noch gewusst habe, nachdem es passiert ist, dass ich blute, das habe ich dann auch gesehen. Mein Bewusstsein war aber dann auch nicht mehr so da, weil ich eine Gehirnerschütterung hatte. Und konnte mich dann irgendwo festhalten, dass ich aufstehen könnte und habe dann versucht, Hilfe zu holen. Christian wird vom Zug geschleudert. Er bricht sich vier Rückenwirbel, hat Verbrennungen am Fuß und eine Gehirnerschütterung. Katharina erlebt Schreckliches. Sie liegt mit schwersten Verbrennungen auf dem Zugdach. Die Retter können nicht helfen, weil der Zug erst vom Strom genommen werden muss. Feuerwehrkommandant Jost Rube ist einer der ersten am Unfallort und versucht, das Mädchen zu beruhigen. Die Hilflosigkeit ist auch für die Einsatzkräfte fast unerträglich. Es war also nur Gespräch, dass sie weiß, es kommt jemand, es ist Hilfe, was passiert im Moment. Und das dauerte eben so lang, 30 Minuten circa, bis der Notfallmanager von der Bahn vor Ort war und die Leitung geerdet und mir somit die Person von der S-Bahn-Dach herunterholen konnten. Katharina überlebt, aber der Großteil ihrer Haut ist verbrannt. Sie verliert ein Bein und mehrere Finger, liegt monatelang im Koma. Christian fällt es schwer, über das schreckliche Leiden seiner Freundin zu reden. Sie hat schon sehr krass alles miterlebt. Und ihr geht es auch immer noch lange nicht so gut wie mir. Und sie wird auch noch einen echt langen Weg vor sich haben, bis sie dann auch wieder ansatzweise gesund sein kann. Bahnselfies, ein lebensgefährlicher Trend bei Jugendlichen, der in letzter Zeit immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Im vergangenen Jahr starben fast 700 Menschen beim unerlaubten Betreten von Bahnanlagen. Die Zahl der Unfälle bei Bahnselfies ist laut Bundespolizei in den letzten Jahren dramatisch in die Höhe geschossen. Ein Grund: die unterschätzte Gefahr durch Oberleitungen. Auf einer Oberleitung befinden sich 15.000 Volt. Man muss unbedingt 1,5 Meter Abstand halten, um keinen Stromschlag zu bekommen. Unterschreitet man diese 1,5 Meter, entsteht ein sogenannter Lichtbogen, der von der Oberleitung auf den Körper überspringt und man verkocht innerlich. Um die jungen Leute wachzurütteln, stellt die Bundespolizei ein Aufklärungsvideo mit drastischen Bildern ins Netz. Der Versuch mit einem Winddrachen in einer Oberleitung zeigt, welche enorme Kraft durch 15.000 Volt ausgelöst wird, nachdem die Oberleitung wieder unter Strom gesetzt wird. Der Strom in Oberleitungen fließt immer. Christian hat die 15.000 Volt und den Sturz vom Zug überlebt. Der Kfz-Mechaniker ist aber seit 5 Monaten krankgeschrieben. Ist mir so im Nachhinein bewusst geworden, dass es einfach lebensgefährlich ist. Und ich wünschte, würde ich es natürlich rückgängig machen, aber jetzt muss man einfach nach vorne schauen und gucken, dass hofft, dass sich einfach niemand anders irgendwie in die Gefahr sich begibt. Christians Verletzungen werden vielleicht irgendwann verheilt sein. Seine Freundin Katharina liegt immer noch im Krankenhaus, 5 Monate nach dem fatalen Bahnselfie. Ein knackiger Hintern, das verführerische Dekolleté oder der Pool-Schnappschuss. Diese Bilder sind definitiv richtige Hingucker.